Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Carsten Feld von der gleichnamigen Firma Feld Textil GmbH Krefeld. Wie unschwer zu erkennen, haben wir uns zurzeit auf die Herstellung von Atemschutzmasken spezialisiert. Spezialisiert heißt aber nicht, dass wir jetzt Atemschutzmasken in dem Sinne herstellen, die FFP2 oder FFP3 beständig sind. Es geht sich hier um Behelfsatemschutzmasken, wie sie jetzt zurzeit in aller Munde sind. Da aber nicht jeder zu Hause den entsprechenden Stoff hat oder auch nicht über die Nähmöglichkeiten verfügt, haben wir uns diesem Thema angenommen und dieser Schutzmasken jetzt im Programm in modischen Designs oder auf Wunsch auch mit kundeneigenem Design. Ja, wer sind wir? Firma Feld Textil GmbH gibt es seit 1960. Von Hause aus sind wir eigentlich ein Hersteller für Krawatten, Tücher und Schals. Da dies aber in Zeiten von Corona jetzt komplett weggefallen ist, unsere Hauptkunden sind Messen, sind Chöre, sind Schützenvereine. Messen finden nicht statt, Chöre dürfen nicht auftreten, Schützenfeste werden abgesagt. Somit ist der Umsatz schlagartig bei Null. Inspiriert durch eine Aussage vom Robert-Koch-Institut mit dem Hinweis auf diese sogenannten Behelfs-Nasen-Mund-Schutzmasken, haben wir uns dann gedacht, ja, dann machen wir halt Masken. Alles andere können wir ja zurzeit eh nicht machen. Habe dann einen meiner Vorlieferanten angerufen. Zum Glück arbeiten wir zu 90% nur mit deutschen Vorlieferanten, außer der Seide, die wird aus China bezogen, aber die brauchen wir zurzeit leider auch nicht. Habe dann, wie gesagt, mit einem unserer Vorlieferanten gesprochen und ihm erklärt, dass ich jetzt einen Stoff brauche, um Behelfsatemschutzmasken herzustellen, der atmungsaktiv sein muss, aber dann wiederum so dicht gewebt sein muss, um eine gewisse Filterfunktion zu erreichen, der Ökotex zertifiziert sein muss, weil die Maske wird ja direkt im Gesicht auf der Haut getragen und kochbar sein muss, weil die muss ja ausgewaschen werden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er meinte, dann gib mir 3 Tage. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Stoffe zu produzieren und nach 3 Tagen hatte ich die ersten Muster am Tisch. Wir haben sie verarbeitet, getestet, für gut befunden. Und so ist, wie man so sagt, wenn die Jungfrau zum Kinde kommt, sind wir jetzt Maskenhersteller. Ich hoffe, nur für eine kurze Zeit und wir können uns dann wieder unserem eigentlichen Geschäft widmen, was ich gerne wieder aufnehmen würde. Die Maske kann also die Hausfrau zu Hause in die ganz normale Buntwäsche, Kochwäsche reinschmeißen? Ja, die kann sie also in die Buntwäsche, Kochwäsche. Wir haben es auch in einem Topf mit siedendem Wasser auch schon probiert. Geht auch. Wie lange kann man die Masken tragen? Einen Tag oder ist das stundenbegrenzt, damit die Hygiene nicht... Man kann die theoretisch rund um die Uhr tragen, wer da Spaß dran hat, aber ich wäre da jetzt nicht so scharf drauf, die den ganzen Tag zu tragen. Es ist also gedacht, wenn man die häuslichen Gegebenheiten verlässt, dass man die draußen anzieht, wenn man nach Hause kommt, die wieder auszieht. Oder wenn man halt jemand hat, dem man Nahrungsmittel bringt und sowieso die 2 Meter Abstand an der Tür halten soll, kann man zusätzlich natürlich noch diese Maske tragen. Also der Möglichkeiten gibt es da viele. Gibt es denn schon enorme Nachfragen von Firmen, die das praktisch als Logo da drauf haben wollen, was Besonderes ist? Ja, es gibt also einige Firmen, die zurzeit geschlossen haben. Das ist zum Beispiel ein großer Motorradhersteller in Düsseldorf, der gesagt hat, dann bestelle ich jetzt diese Masken und gebe die an meine Kunden aus, um überhaupt den Kontakt in irgendeiner Art und Weise halten zu können, weil zu mir kommen dürfen sie nicht ins Geschäft. Und er macht jetzt so als Giveaway. Schickt er denen jetzt die Masken zu, um den Kundenkontakt zu halten.